Noch ein Beispiel zum Thema Schwerpunkt. Ich will nachher zeigen, wie man mit einer einfachen Messung den Schwerpunkt finden kann. Sie wissen das vielleicht, wenn man etwas aufhängt, dann ist am Hängepunkt, wenn man da ein Lot hinmacht, dann geht das Lot automatisch durch den Schwerpunkt des Körpers, der da hängt. Also der Schwerpunkt ist immer unterhalb vom Aufhängepunkt. Und wenn man das an zwei, drei Stellen macht, sind dann diese Schnittpunkte der Lote automatisch auch die findet man auch den Schwerpunkt. Ich kann das hier gerade mit dem rasch machen. Wenn wir da den Schwerpunkt, den kennen wir ja, anschauen, dann kann ich mal einfach schauen, wie das aussieht, wenn ich da jetzt einen Aufhängepunkt mache, das Ganze sich selbst überlasse. Das schwingt jetzt da nach unten. Jetzt, damit das Ganze nicht ewig schwingt, kann ich da noch ein wenig Air Resistance einschalten. So. Und ich lasse das mal laufen. Ich kann ja hier auch noch die Kraft einzeichnen lassen als Vektor. Jetzt, während es noch schwingt, ist klar, dann hat auch dieser Aufhängepunkt eine Kraft, die schräg ist nach kurzer Zeit, aber ist das Ganze nachher stabil und der Schwerpunkt ist genau unterhalb des Aufhängepunktes jetzt. Das wäre also quasi eine Art Lot. Dieser Aufhängepunkt muss stabil bleiben, deshalb wirken da zwei Kräfte auf ihn. Einmal vom Körper und dann noch von der Wand oder was es ist hinten dran, die den Aufhängepunkt stabilisiert. Ich kann das gleiche nochmals machen. Was sehen Sie jetzt, ist der Schwerpunkt unterhalb des Aufhängepunkts. Ich mache das gleiche jetzt nochmals mit einer anderen Messung, vielleicht da. So. Muss wiederum die Sache sich selbst überlassen, dank der Reibung dauert das jetzt nicht ewig. Und wenn das Ganze dann mal stabil ist, keine Bewegung mehr da ist, ist wiederum auch die Kraft auf den Körper vom Aufhängepunkt nach oben und die Kraft auf dem Körper von der Schwerkraft gerade so, dass sich die Kräftesumme und die Drehmomentsumme aufhebt. Also jetzt haben wir hier schön den Schnittpunkt. Einmal haben wir es mit diesem Lot vorher gemacht, jetzt mit diesem Lot, das heißt, so finden wir dann den Schwerpunkt dieser einfachen statischen Messung.